Lektion 39 in deiner Geistesforschung. Meine Heiligkeit ist meine Erlösung. Uns wurden so viele Erlösungswege beigebracht, während wir heranwuchsen und während wir noch als Baby im Kinderbettchen lagen. Es gab so viele Erlösungsversuche und Gedanken, dass wir ein liebes Mädchen oder ein lieber Junge sein müssen, dass wir in der Schule gut sein müssen, dass wir viele Freunde haben müssen, dass die Erlösung in deiner Weiblichkeit liegt oder in deiner guten Männlichkeit, dass die Erlösung im Geldverdienen liegt oder in einer harmonischen Beziehung oder dass die Erlösung in deiner Karriere liegt oder in einem guten Schulabschluss und dass die Erlösung im Aufbau einer Familie liegt oder in keiner Familie und all diese Dinge. Wir haben tausende von Erlösungsideen in unserem Geist. Wir haben tausende von Ideen, was uns in irgendeiner Form Glück bringen soll. Das läuft alles unbewusst ab. Und heute wird dir angeboten, was deine Erlösung ist. Und wiederum ist es deine Heiligkeit, von der wir schon die letzten Lektionen gesprochen haben. Und es ist wichtig zu verstehen, dass jeder Mensch geht seinen Weg. Jeder Mensch geht sein Skript durch. Und es ist nicht angeraten, anderen zu empfehlen, was ihre Erlösung ist. Du musst einen besseren Schulabschluss machen, du solltest einen besseren Beruf wählen, du solltest diesen Partner lassen und jenen solltest du finden. Das sollten wir unseren Kindern und der Welt nicht mehr beibringen. Das sollten der Welt und unseren Kindern und unseren Freunden und unseren Familien sollten wir beibringen, nicht indem wir Worte benutzen, sondern, hey, deine und meine Heiligkeit ist die Erlösung. Und wir sollten es demonstrieren, nicht mit Worten, sondern mit einer inneren Haltung, mit einem inneren Leuchten. Und dann wird die Welt von uns gelehrt durch ein inneres Leuchten. Es ist nicht wichtig, welchen Kindergarten du besuchst und welche Schulnoten du schreibst oder ob du ein guter Mann bist oder eine gute Frau bist. Und hierin ist nicht deine Erlösung. Deine Erlösung ist in deiner Heiligkeit. Und wenn du beginnst, es tief zu verstehen, tief in dir anzunehmen, hey, ich richte meinen ganzen Fokus auf meine Heiligkeit aus, auf mein inneres Licht, dann wird dieses Ziel wird dich führen, dieses Ziel wird dir Kraft geben. Ansonsten, wenn du glaubst, meine Männlichkeit oder mein Weibsein oder was auch immer du gerade so in dir trägst, das ist meine Erlösung, darin finde ich mein Glück, dann setzt du dir ein Ziel, das dich leiten wird, das dich führen wird. Und weißt du, wie man das nennt? Diese selbstgemachten Erlösungsideen, das nennt man die Hölle. Laut Kurs im Wundern machen wir dadurch unsere eigene Hölle. Und genau der gilt es zu entkommen. Wenn Schuld die Hölle ist, was ist dann ihr Gegenteil? Und natürlich fühlen wir uns dann immer schuldig, weil wir wissen, wir sind vom wahren Ziel abgekommen. Das erzeugt immer Schuld. Wenn Schuld die Hölle ist, was ist dann ihr Gegenteil? Wie der Text, zu dem dieses Übungsbuch geschrieben wurde, sind die Leitgedanken, die für die Übungen benutzt werden, ganz einfach, ganz klar und völlig unzweideutig. Wir befassen uns weder mit intellektuellen Glanzleistungen, noch mit logischen Spielereien. Wir beschäftigen uns nur mit dem völlig Offensichtlichen, das in den Wolken der Komplexität übersehen worden ist,
in denen du denkst, dass du denkst. Hier werden nochmals die Wolken der Komplexität angesprochen. Solange wir eben uns in den Wolken der Komplexität verlieren, was alles unsere Heilig, was alles unsere Erlösung ist oder was alles uns nach Hause bringt oder was wir glücklich sind, wie wir glücklich sein können, das ist so kompliziert und so komplex, dass wir die einfache Botschaft der Erlösung verpassen. Das ist sicherlich nicht schwierig, wenn Schuld die Hölle ist, was ist dann ihr Gegenteil? Das ist sicherlich nicht schwierig zu beantworten. Das Zögern, das du beim Antworten empfinden magst, ist nicht auf die Vieldeutigkeit der Frage zurückzuführen. Aber glaubst du, dass Schuld die Hölle ist? Wenn du es tätest, würdest du sofort sehen, wie direkt und einfach das Textbuch ist, und du würdest eines Übungsbuches überhaupt nicht bedürfen. Niemand bedarf der Übung, um das zu erwerben, was er bereits hat. Das bedeutet, wenn du vollständig verstehen würdest, wie komplex du unterwegs bist in deinem Ego-Denksystem, dann bräuchtest du tatsächlich das Übungsbuch nicht. Die Übungen, die Lektionen helfen uns aus diesem komplexen Denken keine Aufmerksamkeit mehr zu geben, damit die Einfachheit der Erlösung in deinem Bewusstsein erblüht und du hierdurch einen Weg der Liebe und der Freude gehst. Wir haben bereits gesagt, dass deine Heiligkeit das Heil der Welt ist. Wie steht es mit deiner eigenen Erlösung? Du kannst nicht geben, was du nicht hast. Ein Erlöser muss erlöst sein. Wie könnte er sonst Erlösung lehren? Die heutigen Übungen gelten dir in der Einsicht, dass deine Erlösung für die Erlösung der Welt entscheidend ist. Wenn du die Übungen auf deine Welt anwendest, zieht die ganze Welt deinen Nutzen daraus. Du kannst nicht geben, was du nicht hast. Ein Erlöser muss erlöst sein. Und hier bist du direkt, ganz, ganz, ganz direkt. Du bist angesprochen. Du kannst nicht geben, was du nicht hast. Ein Erlöser muss erlöst sein. Also was hast du? Was hast du bekommen seit Angeburt der Zeit? Seit Beginn seit deine Seele geboren wurde, was hast du bekommen? Die Erlösung. Du trägst sie nach wie vor in dir. Und jetzt ist die Zeit gekommen. Heute ist die Zeit da, dieser Erlösung wieder Raum zu geben und dich selbst wieder als Erlöser zu erkennen. Und hier steht, und ich lade dich ein, diese Worte ganz deutlich anzunehmen, ihnen allen Glauben zu schenken. Wenn du die Übungen auf deine Welt anwendest, zieht die ganze Welt daraus Nutzen. Die ganze Welt zieht daraus Nutzen. Deine Heiligkeit ist die Antwort auf jede Frage, die jemals gestellt wurde, die jetzt gestellt oder in Zukunft gestellt wird. Deine Heiligkeit bedeutet das Ende der Schuld und deshalb das Ende der Hölle. Das Ende der Hölle bedeutet, du beendest dein komplexes, verwirrtes Denken. Deine Heiligkeit ist das Heil der Welt und dein eigenes. Wie könntest du dem deine Heiligkeit gehört, von ihr ausgeschlossen sein? Gott kennt keine Nicht-Heiligkeit. Kann es sein, dass er seinen Sohn nicht kennt? Gott kennt dich sehr genau. Und er hat dich als heilig geboren. Und deshalb nutze diese heutigen Lektionen wiederum, dich an das zu erinnern,
was du wirklich bist, damit du der Welt eine Antwort geben kannst. Denn die Welt, solange, wenn die Welt dir antwortet, was du bist, dann fühlst du dich immer schuldig und du bist in deiner eigenen Hölle. Und wenn du beginnst, der Welt zu antworten, was du bist, geheilt und heilig, in deiner Gewahr deiner Erlösung, dann erfährt die Welt durch dich allen Frieden. Meine lieblosen Gedanken über halten mich in der Hölle zurück. Meine Heiligkeit ist meine Erlösung. Liste diese Lektionen, wie du sie zu machen hast, nochmal gut durch. Sie sind heute wichtig. Und immer, wenn du tagsüber in Situationen kommst, die dir Probleme verursachen, in denen du dich als schuldig erfährst oder was auch immer, sage dir selbst: Meine Heiligkeit erlöst mich daraus.